wie ich Graffitis finde, ganz einfach unnötig. Stellt weiter Fragen. Guck mal hier, Trails, geil. Aber das waren Touris, Alter, Blödsinn. Der ist aber sehr bekannt. Gehen Sie Internet, sehen Sie diese Foto. Nee, andere Seite. Nein, nein, den nicht. Doch, den können Sie auch sehen. Ja. Den Penner habe ich erwischt. Den Penner. Und der ist aber sehr bekannt. Ihr habt den gesehen. Ich sag, was machst du denn da? Ich mach gar nichts. Ich sag, ich hole Baseballschläge. Ja. Und hat er da drüben reingegangen, habe ihn nie wieder gefunden. Aber ich meine mit, der kann was machen, aber überall so was machen. Der kann gerne ein bisschen nicht so pervers werden, Tür nicht machen. Der hat das gemacht, das ist ein Kunst. Aber der rundum so Schmierei, ja, finde ich Schweinerei. Das ist nicht fair. Der Zug ist auch auf den billigen Plätzen gut besetzt. Einer der Erwischten kann entkommen. Geht jetzt an alle Leute, die mit der Szene aufhören wollen. Du bist nie zu schlecht in der Szene. Du musst einfach weiterkämpfen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, an der Hall of Fame was zu malen, dann musst du das zweite Mal machen, ja? Du musst ständig irgendwelche Skizzen auf Papier machen. Und nicht, weil dich jemand unterschätzt und sagt, dass du ein Toll bist. So einfach geht's nicht. Und, okay, zuerst dieses Blaue hier. Ich glaube K, R, okay. Also es ist, ja, es ist sehr graffiti-mäßig halt gemacht mit diesen, Runden und so. Ja, 5 von 10. Hey, aber ganz schnell. Ja, auch ich habe mir hier mal einen Finger verbrannt. Beim Kochen. Ein Idiot könnte jetzt mal sagen, hey, du kannst kein Kochen werden. Du wirst niemals Koch. Aber das ist scheiße. Wenn jemand ein Writer sein will, muss er immer wieder weiterkämpfen. Scheiß drauf, wenn er einmal den Berg runtergefallen ist, da gibt's auch ein zweites Mal. Wenn er das zweite Mal versaut, gibt's auch ein drittes Mal. Es gibt viele Male, wie er es kann. Der Typ mit dich! So, die alten Legenden und so, mit denen bin ich im Gang schon immer malen gewesen, ne? Ich war früher mal da, hab gefüllt für die. Ja, so weiß ich nicht, 15 Jahre lang habe ich nur gefüllt. Aber dann entwickelt sich auch so ein Handwerk, ne? Bei uns ist es so, wir sind nicht nur famous und wir sind nicht nur bekannter als die Leute, die Whole Train gemacht haben, sondern die Graffiti-Szenen wurden von Flair und mir auch gemacht und von Bastu. Und das bedeutet, natürlich haben wir, weil wir bekannt sind und weil Bernd Eichinger da ist, haben wir eine Drehgenehmigung bei der BVG auch bekommen. Das bedeutet, bei der echten U-Bahn, ja, wir konnten eine echte U-Bahn besprühen, haben Whole Car gemalt, kein Whole Train, weil Whole Train ist der ganze Zug, Whole Car ist nur der ganze Waggon. Und dann ist Flair, Bass und Bushido an den Train gegangen und haben halt einen Bushido-Holkar gemalt. Und Flair hat das nicht nur bekommen, weil er famous, sondern weil er der beste Graffiti-Künstler in Deutschland ist. Und er ist auch besser als all die Kumpels, die du kennst. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja man, keiner kann das besser als wir und deswegen machen wir das persönlich. Und wir haben das nicht nur gemacht, weil wir fame und weil wir reich sind, sondern weil wir oder beziehungsweise Flair und Bass zusammen sind auf jeden Fall die besten Graffiti-Künstler in Deutschland, die besten Bomber, die besten illegalen Sprüher. Ja, ich rede auch von illegalem Bombing und nicht von Hall of Fame, 5 Stunden Graffiti malen mit Zeichenstift. Und Flair rockt immer noch illegal Trains und das ist der Grund, weil wir halt einfach cool sind. Ich habe mir Mike's Black Book angeschaut. Alles voller Nixe-Styles. Die Zettel hat er schon vorher aus seinem Blackbook rausgerissen. Du bist der Verräter. Du hast den Findling gebombt. Und ihr seid eine richtige Schrottcrew. Und du, Anka, du nervst mich schon lange mit deinem ewigen Gelaber über Kunst. Und du sprühst seit Monaten wahllos durch die Gegend. Na und? Ich will Action. Ich werde nicht mal wieder nachts losziehen. Über Bahngleise rennen. An Wachleuten vorbei. Züge bomben. Ich will auf Dächer, auf die sich sonst keiner rauf traut. Dann geh doch in den Kletterverein. Echtes Writing ist illegal. Die ganze Innenstadt zu bomben, da wo es die Spießer am meisten nervt. Nur so kriegt man Respekt. Das gemacht haben. Das ist verboten, Mann. So, meine Farbsprühdose und die 2 Nivea-Dosen wurden jetzt hier rein. Ach, ist ja auch egal. Ich hau auf jeden Fall dieses Druckerpapier, das ich schon zu Hause mit habe, hier rein. Und dann gucken wir mal, was passiert.
Geil. Ja, wird schon passen. So. Ich bin ein Pyromane, das müsst ihr wissen. Und ich bin ein Pyromane, der den ganzen Allgäu schon ausgesoffen hat. Und deswegen schon ziemlich abgefuckt ist. Aber na gut. So. Das Knallgleis, sagt der Max. Na gut. Gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg. Boah. Boah. Alter! Fuck! Woo! Train! Guck, Train! Hab ich für euch gemalt. Ist, läuft noch? Hab ich für euch gemalt. Achso, das läuft noch. Okay, top. Bäh, mieser Train. Geil, Alter. Lass Bild davor machen, Credits auf uns nehmen. Hey, eine Kamera. Die haben sich gefilmt, die wahrscheinlich. Danke fürs Zusehen. Und wer mich nicht abonniert. Das ist nur ein fucking Toy.